So, also, danke Martin für die kurze Begrüßung. Wir sind live im Internet. Es gibt einen Stream. Das heißt, wer nicht unbedingt ins Bild laufen will, ungefähr so bei den Boxen fängt das Bild an. Ihr habt das gerade vorher schon gesehen, die Kollegin ist so ein bisschen geduckt durchs Bild, durch den Raum gegangen, wahrscheinlich genau deswegen. Außerdem werden wir aufgezeichnet auch fürs Radio. Das sind die freien Radios Österreich, die uns das ermöglichen. Ja, Moment. Genau, danke fürs Kommen. Und es gibt heute eben drei Talks, im Anschluss daran wie immer Lightning Talks. Wer sich für einen Lightning Talk eintragen möchte, da ist dieses Flipchart. Es gibt fünf Spots, zwei davon sind schon vergeben, also entscheidet auch schnell. Wer twittern möchte, der Hashtag ist Netzpad, wie immer. Es gibt ein Facebook-Event und alle Infos gibt es auf netzp.at. Genau, die Fragerunden passieren immer im Anschluss an die jeweiligen Talks. Bitte wartet, bis das Mikro bei euch ist, weil sonst hört man noch eure Frage nicht im Livestream. Entsprechend an die Speaker und Speakerinnen dann auch die Bitte beim Antworten bitte auch ins Mikro reden. Passiert. Genau, Zeitlimit pro Vortrag sind 15 Minuten. Wenn jemand eine Frage hat für die Fragerunde und irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht ins Mikro reden möchte, man kann mir das so einflüstern und dann sage ich es ins Mikro. Ist auch überhaupt kein Problem. Und ja, der erste Talk heute sind Daniel und Florian, sprechen über Citizen Science. Viel Spaß.